Guess who's back? Herzlich willkommen, das Nerdquiz. Es ist wieder zurück. Jawohl. Neues Intro auch. Ja, ist ein bisschen abgedatet. Soll ja auch so sein. Nicht nur neues Intro, sondern neue Leute an den Pulten. Neue Leute hoffentlich auch hinten bei den Kameras. Und ein brandneues Studio. Ist das hübsch? Wahnsinn. Sexy. Sehr schön. Man kann es rütteln. Ja. Sitzt, hat Luft. Die Wasser sind fest. Okay. Wasser sind vor allen Dingen fest. Ja. Das ist wirklich. Was wir nicht probiert haben, ist, wie rüttelfest alles ist. Vielleicht nicht in der ersten Folge. Vielleicht nicht in der ersten Folge, aber ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir nach so langer Zeit wieder eine neue Staffel des Nerdquizzes machen können. Es gab ja zwischendurch mal ein paar Specials, ein paar Sachen, wo wir ausprobiert haben. Das Studio war noch nicht ganz fertig. Wir hatten mal geplant, auch noch zu Nicht-Corona-Zeiten, lass mal früher im Jahr was erledigen. Und dann hieß es, wird schwierig. Aber mit dem neuen Studio, Abstandsregeln, alles nochmal desinfiziert vorher, glaube ich, können wir auch für euch alle dann mal eine schöne neue Staffel bieten. Und das Kandidatenfeld für die erste Runde ist natürlich mannigfaltig und hochqualitativ. Tobi, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, hast du dich irgendwie speziell nochmal vorbereitet jetzt? Hat dir das Jahr Pause gut getan? Ja, vielleicht. Ich hoffe es. Es ist ja die einzige Sendung, die ich unbedingt mal gewinnen will und die ich nie gewinnen werde. Gegen Simon habe ich auch schon mal verloren. Ja, aber ich gewinne ja auch nie. Ja, das ist, ich will die auch mal gewinnen. Yes! Okay. Ja. Also, glaub, Matthias hat auch viel drauf. Tipp ist, Simon hat auch schon mal gegen Simon verloren. Ich habe ironischerweise in Spandau habe ich richtig abgeräumt beim Nerdquiz. Aber wenn ich hier stehe, ist doch immer noch einer, der es dann doch besser kann. Ne? Ich bin gespannt. Also, du hast mich ja gar nicht gefragt. Eigentlich waren wir noch vertrieben. Aber ja, aber ich glaube, die Überleitung. Ja, Wort genommen, weitergegeben. Es ist der Rauchmelder der Vorstellung. Ja, er macht, was er will. Matthias. Yes. Ja, du, ich dachte zuerst, ach, schön, dass Matthias dann endlich mal mitmachen kann. Aber du hattest ja auch schon mal mitgemacht. Ich verliere die Übersicht so. Ja, das ist so viel, so ein breites Teilnehmerfeld, was du ja mittlerweile hast. Ich habe es ja sogar schon mal auch eine Runde weitergeschafft. Mhm. Wie rechnest du dir deine Chancen aus? Vor allem, du weißt ja noch gar nicht, was drankommt, aber du kannst ja gerne schon mal ein bisschen herablassen. Also ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich heute extra viel Koffein getrunken habe, damit ich noch schneller bin. Und ich bin froh, dass ich nicht gegen die blitzschnellen Reflexe von Wir dran muss. Insofern, mal gucken. Aber hier, wir haben ja auch... Mit dem Kaffee ist mein Trick. Ich bin sogar noch mittendrin. Bist noch mittendrin, statt nur dabei. Bisschen Valium rein. Ist der dann wirkt, ist dann hoffentlich... Hast du gesehen, wie schnell? Ja, hat man gar nicht gesehen, ne? Ich hab's nicht, dass du die Hand mit der Tasse nimmst, weil das... Ja, ist extra schon nichts mehr drin, ist nur noch für Show. Halt die Tasse nochmal bitte, dann mache ich eine schöne Überleitung. Denn so formschön wie diese Tasse aus dem Shop ist, könnte auch folgender Kalender sein. Wow. Der sich ebenfalls im Shop hier findet. Der Nerdquiz-Kalender 2021, gerade erhältlich, unter anderem im Shop und bei allen anderen möglichen... Ach, guck mal, wie hübsch der ist. Schön, ne? Das ist ja der ganz neue. Der ganz neue für das Jahr 2021. Sind da Fragen alles drin, die hier jetzt kommen? Nein. Aber es sind alles komplett neue Fragen, die drin sind. Glaube ich nicht. So viele Fragen gibt's doch gar nicht. Ich habe schon drei bestellt. Ja, ich weiß, aber ich musste schon weinen und gucken, wie ich die alle umformulieren kann. Nein, es sind auf jeden Fall viele neue Fragen, viele schöne Sachen. Und jetzt das ganz coole, ich glaube, man konnte es kurz sehen, ein Standfuß ist mit dabei für die Leute, die den Kalender aufstellen wollen. Müssen nicht nur an der Decke hängen haben. Und wenn ihr den mitnehmen wollt, schaut im Shop oder anderswo vorbei. Auch zum Angeben in der Schule, am Arbeitsplatz. Da wird man schnell zum Zentrum der Party, weil die Leute kommen dann immer, ey, komm, Gregor, hast du nicht noch mal eine geile Frage? Warte mal, hier. Ja, genau. Besser als hast du ihn direkt guck ich hier. So ein Handy, so am Gürtel. Ach, nein, das ist nur Zucker, Moment. Ja, und die Form vor allem, ja. Man kann auch, man kann nicht glauben, das ist so ein schöner Block, der ist sehr recht fest, wenn man den hält. Man kann Leute auch gut damit schlagen. Früher wurden da aus Kirchen gebaut und Leute erschlagen. Unter anderem. Oder falls der Tisch wackelt, dann kann man einzelne Blätter. Drunter, ja, wenn er mal so einen halben Meter Spiel hat. Vielseitig einsetzbar. Leute, das Studio ist nicht das einzig Neue. Die Regeln, die sind zwar bekannt, aber die Mats wurde ein bisschen aufgefrischt, die wir uns angucken. Werte Mitstreiter, aufgepasst! Hier sind die Regeln für das Nerdquiz. Auf der Thementafel findet ihr wie gehabt Felder mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Stellt der Moderator die Frage, darf gebuzzert werden. Bei richtiger Antwort gibt es Punkte und bei falscher werden sie abgezogen. Yes! Ede! Critters! Ihr F***! Oh! Schreibfragen dürfen alle beantworten und bleiben bei Fehlern straffrei.
In den ersten beiden Runden werden durch das Fragenlimit jeweils 10 Felder gespielt. In Runde 2 gilt jedoch der doppelte Punktewert. Im Anschluss ist es dann Zeit fürs Finale. Endlich mal was, was ich weiß, ey! Danach wusste er nie wieder was. Aber was will man machen? Ja, Leute, die Regeln, wir kennen sie, 2 Runden. Ja, in der 2. Runde werden die Punkte verdoppelt. Das Fragenlimit gab es in der letzten Staffel schon mal. War ja eine Neuerung, wo wir uns überlegt haben, hey, wie können wir das hier spannender machen, vor allem, weil dann nicht alle Fragen ausgespielt werden. Haben wir viel Feedback von euch da draußen bekommen und hat sich in beiden Richtungen ausgesprochen. Oh, wir wollen gerne natürlich auch alle Fragen sehen, wie möglich. Aber es hat ungemein natürlich der Spannung des Nerdquizzes sehr weitergeholfen. Das wird dann eben so sein, dass man auch Taktik an den Tag legen muss, wenn man die Fragen wählt. Und natürlich, es geht hier nichts verloren, denn die Fragen, die letztes Mal nicht vorgekommen sind, sind jetzt hier in den Nerdquiz geflossen. Ich denke auch, wir finden einen Weg. Und so wird es dann beim nächsten Mal sein. Lass uns doch mal angucken, welche Kategorien wir heute haben. Das ist immer die spannendste Frage. Heute mit dran sind Videogames 2020, Kalorienbomben, berühmte Tiere, Filme und Handys. Okay. Mobilephones, wie andere Leute anders so sagen. Also ein buntes Feld, aber durch das Fragenlimit erstmal 10 Fragen. In der ersten Runde 10 Fragen, in der zweiten Runde gegebenenfalls vielleicht sogar eine ganze Kategorie, die nicht gespielt wird. Ich habe gerade was erfunden, glaube ich. Und hast du was erfunden? Handys vorne mit so einer Spitze, Dartphones. Du hast ja, wenn man auf Entfernung telefonieren, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn dir jemand auf den Sack geht oder wenn du jemanden hast, so, nein, lass mich in Ruhe und dann kannst du so werfen und dann hört er noch so das Boing, Boing und dann weißt du, ah, ich hänge an der Wand. Direkt ins Ohr, ne? Naja, Dart dafür nicht ein Dart-Pfeil? Ja, an das Telefon. Ja, aber wenn du wütend bist, das da dran binden noch, das außerdem ist dann die Aerodynamik. Könnte das funktionieren? Man könnte auch den Nerdquiz-Kalender nehmen. Das geht auch natürlich, ja. Wenn man hier einmal hochklappt, ist da so eine Spitze hier drin. Du hast einfach ein Smartphone und dann gedacht, wie man den Namen abwenden kann, ne? Ja, danke für diese Erklärung des Gags. Smartphone. Ich dachte nur, jetzt, Handy oder? Sagt doch kein Mensch, sagen nur wir Deutschen. Dann da kam ich auf Smartphone, dann hast du irgendeine Erklärung, dann wurde mir langweilig. Und dann es ist Zeit. Smartphone. Für Runde 1. Und natürlich wollen wir sehen, wer von euch dann starten darf. Und wir haben den Zufallsgenerator dafür. Blau. Und blau. Ach, das bin ich? Das bist ja. Du. Ach, da geht ja sogar dann der Ball weg. Geil, ne? Das ist die Kraft der Animation. Simon, das gute heißt, Wahl, Ball. Du darfst dir die erste Kategorie aussuchen. Ich wähle, sehr interessant, wirklich sehr interessant, ich wähle Filme. Für wie viel? Wie bitte? Wie viele Punkte? Ach ja, stimmt. Ich muss ja gar nicht unten anfangen. Oh Mann, schwierig. Jetzt kann man mit einem Mal kann man schon so richtig eine Bruchlandung hinlegen. Filme 300. Filme für 300. Dann, weil das erste Mal sagen, jetzt Hände nehmen die Buzzer. Filme für 300. Welcher Schauspieler verkörperte in der 2019er Kriminalkomödie Knives Out den Privatdetektiv Benoit Blanc? Tobi? Daniel Craig. Daniel Craig ist korrekt. Absolut richtig. Der gute Jamse Bonde hat sich gesagt, ich kann auch anders. Tatsächlich ein ganz schöner Film. Ja, guter Film doch. Spricht auch einen sehr witzigen Akzent im Original. Er hat ja so ein, ist ja Engländer und spricht dann aber so einen Südstaaten-US-Akzent. Ja. Mhm. Ja, es ist irgendwie mal Südstaaten, mal Nordkanada, keine Ahnung, wo du das verorten kannst. Ich glaube, bei dem Film ist es auch nicht so wichtig. Ja, also, wenn Daniel Craig Spaß hat in den Rollen, ja, dann merkst du das auch. Dann merkt man das, genau. Dann merkst du das auch. Und es hat dir, Tobi, 300 Punkte gebracht. Fuck, und ich habe dir die auch noch geholt, ne? Hätte ich wissen müssen. Also jetzt hätten wir gewusst, haben wir es alle. Ja. Die Hände waren ja schon fast an den Bumpern überall. Tobi, du wählst die nächste Kategorie. Berühmte Tiere für 200. Berühmte Tiere für 200. Dann Hände nehmen die Buzzer. Berühmte Tiere für 200. Wie hieß der Gorilla, der 2016, nachdem ein Kind in sein Zoogehege gefallen war? Simon? Soll ich den Penis rausnehmen? Harambe. Wie bitte? Harambe? Harambe. Sagt er. Ich lese die Frage zu Ende. Dicks out for Harambe! Das könnte. Ich bin sehr froh, dass die Pulte da sind. Damit sind wir auch demonetarisiert. Ey, ich muss dem Chat doch das Wort reden. War das wirklich Dicks out? Ja, war das, ich habe keine Ahnung, wo diese Dicks out Geschichte herkommt, aber das ist das, was ich immer lese, wenn irgendjemand diesen Affen erwähnt. Ich meine, andere Leute gehen auf Beerdigung, ja? Schreiben Kondolenzbriefe. Hier ist Dicks out. Ich lese die Frage kurz zu Ende. War, gefallen war, erschossen wurde und für große Trauer im Internet sorgte oder für Freischwinger im Internet. Harambe ist korrekt. Das ist wahr. Dazu erst im ersten Moment, du hast Parambe gesagt.
Harambe. Ja, das ist auch ein bisschen älter. Dabei wollte er dem kleinen Kind doch nur wichtige Informationen über Hillary Clinton geben. Daran lag es. Ich finde diesen Gag so. Hey Kid, I don't have much time. Das ist so, have you heard about Pizzagate? Mal lachen, ey. Oh. Simon, Punkte für dich. Aufs Konto. Aber trotzdem für der da. Noch. Ja, noch. Naja, also komm. Na, aber es sind die 100. Am Ende zählt wirklich jeder Punkt. Du willst die nächste Kategorie. Ich nehme, das war irgendwie lustig, berühmte Tiere 600. Berühmte Tiere für 600. Hände nehmen die Buzzer bitte. Berühmte Tiere für 600. In welchem Stadtteil Tokios steht seit den 40er Jahren die Bronzestatue des Hundes Hachiko und ist eine der größten Touristenattraktionen? Ich sehe leichtes Zucken. Ich lese noch einmal vor für euch. In welchem Stadtteil Tokios steht seit den 40er Jahren die Bronzestatue des Hundes Hachiko und ist eine der größten Touristenattraktionen? Das sind ja auch 600 Punkte. Wir kennen doch alle nur zwei Stadtteile. Ich kann jetzt den einen Stadtteil, den ich nenne, den aber ich kenne, nennen. Sein. Wahrscheinlich wird das sein, aber. Na, fünf? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, nur meinst du, ich glaube, der ist es nicht. Drei. Doch, ich würde es mal ausprobieren. Probier. Zwei. eins. Die hätten die manchmal, ne? Für 600 Punkte. Vorbei. Jetzt möchte ich aber vorher noch mal die Tipps. Ich würde die Tipps gerne hören, ja. Vorbei ist es jetzt. Na, ich hatte Akihabara im Kopf, aber ich glaube, das ist es nämlich. Das ist dieser Electronic-Tipp. Genau, aber es ist ja bei der. Weißt du es? Nein, ich weiß es nicht. Achso, ich hätte denselben Tipp gehabt. Was, wäre der zweite, Shibuya. Der ich im Kopf gesagt, Shibuya, aber nur weil das ein Ort ist, den ich kenne. Das hätte dir auch 600 Punkte Shibuya gebracht. Das ist Shibuya. Ja, das ist direkt am Bahnhof von Shibuya. Ja, aber wie groß ist die Chance, dass ne, der eine Bahnhof, den ich kenne, dass das dann auch. Ja, Shibuya. Ja, er steht direkt davor. Ich kenne Shibuya und Shinjuku. Ich habe mir kurz gedacht, ja, ich habe da wieder so taktisch gedacht, wenn es nicht Shibuya ist, hätte es eine Tausender sein müssen, weißt du? Auch wieder mal, ja. So wieder. Ja, jetzt, ja, diese Logik. Aber Shibuya hättest du doch auch gewusst. Shibuya kenne ich, ja. Oder? Das kennt ja, du ja, das kennt man. Das war mir jetzt zu heiß. Wie groß ist die Chance? Shibuya. Das hätte doch wirklich alles sein können. Aber es ist ein guter Gedankengang, Tobi, natürlich, wenn es dann einer der unbekannteren Stadtteile ist, wäre es durchaus eine Tausender-Punkte-Frage gewesen. Ist tatsächlich sehr beliebt. Also als man noch dann mit Touristen nach Tokio konnte, da gab es tatsächlich eine riesige Schlange immer vor dem Hund, wo sich Leute damit fotografieren lassen wollten. Der hat bestimmt auch schon so eine abgerubbelte Nase, ne? Weil die immer gerne irgendwie tätscheln. Das ist nicht die Nase, die abgerubbelt ist. Ich gebe das Fragerecht weiter, da keine geantwortet hat. An Matthias. Oh, dann lass uns doch mal die Kalorienbomben 300 ausprobieren. Kalorienbomben für 300. Okay. Kalorienbomben. Bin ich echt mal gespannt, für 300. Hände nehmen die Buzzer für 300 Punkte. Die Leibniz-Butterkekse wurden viele Jahre mit der Anzahl ihrer Zähne beworben. Simon? 45? Simon, 45, 10. Simon sagt 45. Ich lese die Frage zu Ende. Also den kleinen abstehenden Zacken, wie viele sind es immer pro Keks? 45 ist falsch. Das tut mir 43. Leid. 43 ist es auch nicht. 52. Mal. Es sind die 52 Zähne, mit denen jeder Keks beworben wurde. Weil wenn du sonst nichts über einen Butterkeks sagen kannst, dann ist es das, was das Presswerk draus macht mit der Form. Schmecken ja nicht besser durch die Zähne, wenn man darauf steht. Ich habe auch diverse Male da gesessen und wirklich versucht nachzuzählen. Ja. Ich habe es aber irgendwo bei 30 oder so irgendwann bei der Ecke. Hast du den schon mitgezählt? Dann war es wieder vorbei. Diese Minute ist auch schwierig, damit zu nehmen. Man geht im Schwarzmarkt, kauft sich ein paar Kekse, stellt dann fest, sind ja 50 statt 52 Zähne. Ist halt, wurde sie wieder verarscht. Fälschung aufgesessen. Der Keksverkäufer ist längst über alle Berge. Der hat selber mal ein bisschen abgenibbelt an den Seiten. Ja, genau, das ist eigentlich noch schlimmer. Wenn du siehst, dass zwei Zähne abgebissen wurden. Ja, da werden die gestreckt, genau. So zerbröselt der Keks nun einmal. Ja. Ich esse ja nicht wenn die Kekse. Wenn du überall zwei Zähne wegnimmst, kannst du da locker einen wieder draus machen. Wie viele Kekse brauchst du, um dir einen eigenen zu bauen? 52. Das ganze illegale Fabriken, wo sie mit Zuckerguss die wieder zu kompletten Zähnen zusammenkleben. Ich muss die Punkte leider abziehen bei dir, Simon. Ja, ich hab's, aber es war auch eigentlich, ey, Moment. Doch, doch. Echt? Ein sogar Minus. Scheiße. Minus geht's auch. Leider nicht richtig beantwortet. Matthias hatte gewählt, Fragerecht geht an Tobi. Handys für 200. Handys waren heute wenig hier, nicht? Das wird alles in der 200 entschieden, glaube ich. 200. Handys für 200. Dann Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte gerne von euch wissen, für 200 Punkte, wie viele Zeichen darf maximal nach der in Europa gängigen GSM-7-Bit-Codierung eine SMS lang sein? Ich habe eine Vermutung, aber das ist mir nicht wert. Ja. 200 Punkte. Ich lese noch einmal vor. Wie viele Zeichen darf
maximal nach der in Europa gängigen GSM-7-Bit-Kodierung eine SMS lang sein. So, Leute schreiben schon lange keine SMS mehr. Nee. Mit den schönen Abkürzungen meist. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Es hätte praktisch gepasst, wenn es tatsächlich 200 Zeichen gewesen wären, von wegen den Punkten aus, aber es sind 160. Ah, hätte ich gesagt. Aha, ich hätte 159 gesagt. Deswegen. 159? 160 war ich. Das war mir dann, schade. Genau, es sind ja verschiedene Codierungen. Die Standard nach der GSM, was hatte ich da geschrieben? GSM 7-Bit-Codierung sind die 160. Wenn man früher dann mehr SMS geschrieben hat, hat einfach die Telefonfirma mehr abgerechnet. Ne? Das war immer, wenn man immer so ein Zeichen zu viel war und dann noch gucken musste, dass man es kürzt, ja, man keine, ja, zwei, exakt, SMS bezahlen muss. Das, ja, ging dann immer zu Twitter über. Da hattest du dann das gleiche Problem. Ja. Also wo früher die Kultur war, dass die Leute die ganzen Abkürzungen dann hatten bei den SMS wegen der Zeichen, ist es jetzt mehr, was die Autokorrektur nicht erwischt hat. Ja. Die Finger über Smartphone drüber schmieren. Leider keiner die Antwort gewusst. Tobi hatte gewählt. Das Fragerecht geht zu Simon weiter. Videogames 2020 1000. Jetzt will ich hier mal Punkte holen. Okay. Videogames 2020 für 1000. Ich wollte dich damit jetzt nicht rausboten. Das wäre natürlich sehr peinlich, wenn die Leute, die Game 2 machen, das nicht wüssten, ne? Ja, sehr unangenehm. Wer will vielleicht auch ein, zwei Kündigungen sehen? Nichts moderiere ich das ja nicht. Also insofern. Das stimmt. Ich krieg meine Texte. Wir haben mittlerweile Teleprompter. Muss man sich mal vorstellen. Ja, das war. Dann hast du dann lesen gelernt. Ich kenne das anders. Teleprompter, echt? Ja, das ist schon ein Tele. Ist ein ausgedruckter Zettel schon ein Teleprompter? Ist das so ein bisschen, weil das. Doch, offensichtlich haben die Moderatoren haben das nicht drauf. Und anders kann ich mich nicht erkennen. Ja, vielleicht ist das eine Anfassung, Anschaffung. Du hast beim ZDF nur so viel Budget pro Jahr und du musst es ausgeben am Ende. Ne? Ja. Weil sonst kriegt es irgendwie ein Kinderhilfswerk. Das geht und ja nicht anders. Ist aber auch nur ein Tablet. Ist jetzt kein ZDF-Teleprompter. Ne? Ja, gut. 1000 Punkte. So, Frage hatten wir ja auch noch. 1000 Punkte. Games 2020. Hände nehmen die Buzzer bitte. In welchem 2020 erschienenen Remake lauten die Nachnamen der Charaktere unter anderem Lockhart? Du Scheiße. Final Fantasy 7. Das ist eine Tausenderfrage. Ja. Kommst du mit Final Fantasy? Lockhart, Gainsborough und Wallace. Ist Final Fantasy 7. Das ist korrekt. Das ist doch nicht schwer. Also Gainsborough und Wallace hätte ich, glaube ich, nicht gewusst. Nee, hättest du nicht gewusst? Direkt. Aber Lockhart wusste ich auch. Direkt. Das ist so, du hast sehr, eine extensive, tiefer Bildsammlung bei dir, ja? Ja, knapp halt. Bilder, 1000 Punkte. Ich habe das Spiel jetzt rausgezeichnet. 1000 Punkte auf dein Konto, Matthias. Und du wählst die nächste Kategorie. Jetzt bin ich. Jetzt ist alles gut. Okay, dann machen wir doch ganz locker weiter. Berühmte Tiere 300. Berühmte Tiere für 300. Hände nehmen die Buzzer, berühmte Tiere für 300. In welchem Jahr wurde Dolly, das erste aus einer ausdifferenzierten somatischen Zelle geklonte Säugetier, geboren? Wiederholen nochmal, in welchem Jahr wurde Dolly, das erste aus einer ausdifferenzierten somatischen Zelle geklonte Säugetier, geboren? Gerade erst eine Doku wieder gesehen. Das ist keine Schätzfrage. Das ist keine Schätzfrage. Naja, dann gucken wir, dann schreibt eine andere Jahreszahl hin. Das ist ein bisschen komisch beim Schätzen. Nee, ich werde nicht. Mhm. Es waren irgendwie die 90er. Ja. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. 90er wäre der richtige Bereich gewesen. Es wäre das Jahr 1996 gewesen. Das ist 1996. Ist das kann echte ausgekaufte Schaf? Jawohl. Die haben sich gesagt, du hast es verdient. Ja, lass uns deine Innereien alle mit einem Spachtel rausschaben und ein bisschen Stahlwolle rein. Also, sie haben auch zwei kleine Kacknödel noch hingelegt, damit das authentisch wirkt. Ja. Das sind auch ausgestopfte Kacknödel von ihr. Ach so, die haben sie raus. Haben ja, genau. Rein und was ein Drecksjob. Es hätte nochmal 300 Punkte gegeben. Keiner konnte die Frage beantworten. Das Fragerecht geht an Tobi weiter. Videogames 2020 für 600. Videogames 2020 für 600. Hände nehmen die Buzzer. Videogames 2020 für 600. Die Miniaturausgabe welcher tragbaren Spielekonsole wurde zu ihrem 30-jährigen Jubiläum am 6. Oktober 2020 in Japan veröffentlicht? Oh, gab's doch mit allem. Wiederhole nochmal, die Miniaturausgabe welcher tragbaren Spiele. Nein, okay, mir kam gerade nochmal Game Gear. Simon sagt Game Gear und das ist
Korrekt. Ich hast du dich einfach draufgelehnt oder was? Nee, ich war mir ganz sicher Mega Drive. Und in dem Moment sagst du noch so Handheld. Und ich denke, what? Und dann dachte ich, ja, stimmt, der Game Gear war aber auch. Ja, weil Mega Drive ist doch von 1990, oder? Mega Drive ist, ich glaube, 88 in Japan und 90 hier. Okay, das aber, ja, deswegen dachte ich 90. Das passt aber. Aber ja, immerhin. Okay. Ja. Yeah, Punkte. Sehr, sehr gut. Game Boy. Ich hatte den Game Gear. Ich war so stolz, dass ich den hatte, weil der hatte Farben. Aber es war so scheiße, wenn du es Leuten zeigen wolltest, weil der hat ja kein Licht und alle immer so, hä, man sieht ja gar nicht. Es war so unangenehm. Weil er hatte ein Licht, man konnte noch nicht viel erkennen. Hm? Er hatte Licht. Der Game Gear war der ein Licht hatte. Vielleicht denkst du an den Links. Na Moment, was ich meine, du hast aber nichts erkannt. Du hast beim Tag, so, am Tag hast du nichts wirklich erkannt. Am Tag hast du nichts erkannt, weil es war sehr milchig. Genau, was du meinst, ist so diese Hintergrundbeleuchtung, ja. Dass das halt, dass du was siehst. Ja, Farbe. Ja. Ich habe nur in Erinnerung, dass immer die Batterien leer waren. Auch da, 6 Stück, glaube ich, oder? Ja, ja. 6 Stück. 8? 6. 6 Stück. Laufzeit mit 2 Stunden angegeben, war aber echt eigentlich mehr zwischen 1 mit 1,5. Ich hätte damals alles gegeben für diesen TV-Tuner. Der war natürlich Quatsch, glaube ich. Aber ich fand die Idee geil, auf dem Ding Fernsehen gucken zu können. Ich hatte es nie, aber geile Idee eigentlich. Geile Idee. So, mal gucken, wir haben eine kleine Werbung vorbereitet, wie Sega damals den Game Gear an Mann, Frau und Kind bringen wollte. There's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games, like the new Echo, Mortal 2, and Sonic Triple Trouble. Sega! Wahnsinn. War das hier nicht der Schauspieler aus Kubiak? Nee, nicht Kubiak, aber ich glaube, du denkst, na, welche Serie? Ja, genau. My Name is Earl, genau. Ist das derselbe? Nein, Kubiak war ja Abraham Ben Ruby, glaube ich, ist der Schauspieler, auch in ER. Das ist Ferris Bueller, nein. Das war aus Ferris Bueller, Kubiak, genau. Das ist Ethan Suplee, der in My Name is Earl mitgespielt hat. Der hat mittlerweile stark abgenommen und hat dicke Muckis, falls du mal mitgebracht hast. Hab ich gesehen, ja, krasse Transformation. Transformations. Ja. Und damals hat er sich noch mit einem toten Frettchen ins Gesicht gehauen, damit der Gameboy-Farben hat. Aber es war nicht Ferris Bueller, das war Parker Lewis. Wo er damals, wo der andere du hast absolut muskulöse recht. Parker Lewis, stimmt. Mit Larry's Lunch. Mann, ich bin so ein richtiger Kid. Und ich glaube, wie ist nochmal der Nerd da? Jerry. Da gab es auch eine Folge, wo er den Game Gear dann süchtig geworden ist und die dann mit der Walze kaputt gebracht haben, das Ding. Dann nehmen sie ihm alle Videospiele weg und fahren mit einer großen Walze über all diese Sachen drüber. Das ist wahrscheinlich nichts Schlimmeres, was es in dem Alter zu gucken gab. Genau, der ist videospielsüchtig. Lass uns irgendwie seinen Game Gear fahren. Der war Simon, neu damals. 600 Punkte, kommen auf dein Konto. 500 hast du wieder damit und du wählst die nächste Kategorie. Kalorienbomben 1000. Kalorienbomben für 1000. Hände neben die Buzzer. Kalorienbomben für 1000. Ich möchte von euch wissen, der direkte Vorgänger welches heutzutage beliebten Dickmachers trug ursprünglich in Deutschland den Namen Cremalba? Deine Oma, ey. Cremalba. Lese nochmal vor. Der direkte Vorgänger welches heutzutage beliebten Dickmachers trug ursprünglich in Deutschland den Namen Cremalba? Cremalba. Ich habe einen Verdacht, aber verdächtig. Das ist schon 1000, ist schon hart. 1000 ist schon hart. 5, 4, 3, 2, 1. Njam, njam. Und? Können wir vorher mal tippen? Weil ich will deinen Verdacht gerne. Tipp danach. Ja, weil ansonsten beeinflussen tut ihr natürlich alle. Ach, Entschuldigung, ich dachte, du. Und vorbei. Jetzt Entschuldigung, vorbei. Ich dachte, das wäre schon der. Ja, ich war gerade beim Runtercounten. Ja, weil vorher. Aber jetzt könnt ihr nicht mehr buzzern, jetzt dürft ihr gerne raten. Ich war ja bei den Dickmanns. Dickmanns? Ja, so schön. Die Schaumküsse, ne? Genau. Da sind Creme drin und dann. Die guten alten Cremalbas. Ich denke, da eben nicht auch Nutella sein, vielleicht? Sag ich dir so, Nutella ist schon sehr alt. Ich muss da an diese Werthers Echte denken, mit diesem Karamellcreme-Look. Jetzt Werthers Original, glaube ich. Ja, irgendwann auch immer. Aber die sind auch schon ewig Werthers. Das, also. Vielleicht ist keiner von denen. Mhm. Es ist die Nutella gewesen. Alter, echt? Die hieß mal anders? Cremalba. Da sehen wir eine gute Dose Cremalba oder Schuhcreme, je nachdem, man weiß es nicht. Ja, aber wirklich, oder? Genau, da hat sich jemand einfach vertan beim Frühstück und seitdem, das ist die Erfolgsgeschichte von Cremalba. Du kannst eigentlich sagen, eigentlich ist es Nutella, natürlich die Rezeptur ein bisschen anders, aber ich glaube, Ferrero selbst sagen, das gilt als der Vorgänger. Deshalb ist es entsprechend auch so formuliert. 1000 Punkte. Ja, aber da ärgere ich mich nicht drüber, weil das war halt reingeraten. Also, wenn. Ja, aber, naja.
Aber wie geil, wenn das 1000, jetzt... aber ich hatte keine Ahnung, Nutella... Ja, ich habe auch an Nutella gedacht, aber ich dachte mir auch, die gibt schon so lange. Aber einfach nur wegen Creme, das war der einzige Assoziation da, Assoziationspunkt. Ah, aber Leute, deswegen auch eine Tausenderfrage. Ja. Wir haben noch eine Frage über in der ersten Runde. Das Fragerecht geht, da Simon gefragt hat, rüber an Matthias. Dann haben wir noch schnell raus. Filme 100. Filme für 100. Da haben wir es. Hände nehmen die Buzzer. Filme für 100. Für die Darstellung welcher Musikikone bekam Schauspieler Rami Malek 2019? Simon? Ja, also Bohemian Rhapsody hieß der Film. Und, oder? Du willst mehr, weil, ich weiß nicht, wie der heißt. Für die Darstellung welcher Musikikone bekam Freddie Mercury. Ich muss gerade überlegen, ich will die ganze Zeit Queen sagen, aber der heißt nicht mit Nachnamen Queen. Freddie Queen. Johann van Queen. Bekam der Schauspieler Rami Malek 2019 den Oscar als bester Hauptdarsteller verliehen. Warum nimmst du nur so eine 100er Frage, Alter? Du musst doch hier mal aufholen jetzt. Ich auch. Führe doch. Was holst du denn? Ich dachte, du bist der mit den 300. Freddie Mercury ist korrekt. Weil spiegelverkehrt ist hier. Wenn ich das angucke, da. Das ist er, ja. Hat er gut gemacht. Da ist er. Das hat er super gemacht, oder? Hat er gut gemacht. Aber er hat auch die perfekte Mundpartie dafür und alles richtig gut. Ja. Eine sehr gute Performance in einem passablen Film. Also er hätte... Ja. Film selber hat es nicht ganz entsprochen. Ja, der hat es, finde ich, nicht so... Der hat mich nicht gepackt. Aber war halt gut gemacht. Aber ja. Ach, der hat die emotionalen Knöpfe schon getroffen, aber er ist ein bisschen hinter meinen Erwartungen auch zurückgeblieben. Das ist ja. Und die haben ja auch gesagt, die letzten 20 Minuten sind das Live-Aid-Konzert, oder? No? Ja, das einfach nochmal nachgemacht. Da ist die Runtime schon gefüllt damit. Damit die nicht von den Bots auf YouTube geclaimed werden, haben die es nochmal nachgemacht. Genau. Die Comparison ist geil, ne? Wo man beides, das Live-Ding und die Filmvariante sieht, weil die echt sich so Mühe gegeben haben, dass wirklich jeder Handgreif sitzt so. Und ich weiß, wie oft ich dieses Live-Aid-Ding gesehen habe. Also. 100 Punkte kommen noch drauf bei dir, Simon. Und damit haben wir einen vorläufigen Zwischenstand nach der ersten Runde. 300 für Tobi, 600 für Simon, 1000 für Matthias im Moment. Wir gehen in eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Wir sind wieder zurück und es ist Zeit für Runde 2. So, wir gucken noch mal kurz auf eure Punkte nach der ersten Runde. 300 für Tobi, 600 für Simon, 1000 für Matthias. Es ist kreuz und quer viel genommen worden auf der Tafel. Und wir sorgen dafür, dass die Punkte sich verdoppeln. What? Wahnsinniger Effekt, hat 8000 Euro gekostet. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt. 16.000. Damit. Ja, genau. 16.000 Mark, das sind 24.000 Euro. Kennt man ja. Man weiß, wie das funktioniert. 10 Fragen werden nochmal dann ausgespielt vor dem Finale. Simon, du lagst richtig und darfst die nächste Kategorie wählen. Aha. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Wenn wir jetzt Handys 200 nehmen, haben wir da so eine perfekte Parallelität auf dem Board. Siehst du das? Aber die 400 musst du immer noch weg dann. Nee. 2, 4, nee. 200. Aber ich wollte nur mal kurz sagen, es ist nämlich sehr knapp. Das Lustige, da achte ich auch immer drauf. Aber welche meinst du denn dann? Welche Parallelität? Wenn du Handys 200, dann hast du genau Wenn du Handys 200 hast, ist es quasi gespiegelt und gewendet. Genau. Bei beiden Seiten. Er nimmt es nicht. Also, das war jetzt, wir müssen Handys Punkte, wir müssen 200. Wir müssen Punkte warten. Das war. Ach. Handys 2000. Ah, schön. Nee, zu spät. 200. Jetzt ist Handys für 200. Einmal für die Parallelität. Hände nehmen die Buzzer. Kann das immer noch nicht erkennen. Ja, es ist parallel, okay. Aber vielleicht siehst du es, wenn es klar durchlaufen will. Sehr viele Menschen damit sehr glücklich gemacht. Ja, irgendwo. Okay. Okay. Irgendwo gehen sie wieder vom Fenstersims runter jetzt gerade, no? Weil du dafür sorgst. Handys für 200. Hände nehmen die Buzzer. Handys nehmen die. Welchen Namen trägt die Software, die unter anderem auf Apples iPhone als intelligenter iOS. Wie bitte? iOS. Die unter anderem auf Apples iPhone als intelligenter persönlicher Assistent mit Sprachbefehlen bedient werden kann. iOS ist leider ist ja gut. Nicht richtig, sondern es ist Siri. Hey Siri. Da wollte ich halt mal schneller sein, ne? Weil der immer so schnell drückt. Kannst du Siri mal kurz fragen? Aber ich weiß nicht, wir haben die vor uns alle abgestellt hier. Wenn es ein Siri wäre, ist leider gewesen. Wir haben die Parallelität erreicht, aber die Punkte müssen leider bei Simon abgezogen werden. Derer 200. Aber es waren noch nur 200. Macht also nicht so viel. Matthias, das Fragerecht ist bei dir. Filme 2000.
Filme für 2000. Hände neben die Buzzer. Filme für 2000. Ich möchte von euch wissen, der wievielte Teil der Fast and Furious Filmreihe heißt mit englischem Originaltitel The Fate of the Furious? Lese es noch einmal vor. Der wievielte Teil... Das Ding ist... The Fate of the Furious. The Fate of the Furious, ja. Ich möchte wissen, der wievielte Teil der Fast and Furious Filmreihe... Ich weiß 2000, aber ich brauche die Punkte einerseits. Andererseits, wenn ich dann... Wenn aber danach falsch mache, du durch. Ich verloren. Ich würde... Ja, musst du wissen. Das also ich lese noch einmal komplett vor. Ich gebe noch einmal die Chance. Der wievielte Teil der Fast and Furious Filmreihe heißt mit englischem Originaltitel The Fate of the Furious? Wie viele gibt's denn? Habe ich auch schon. Ich doch keine Hinweise. Ich glaube, es gibt 9 oder so. Und das könnte der 10. sein, aber das ergibt alles. Nee. Die würden das X nennen. Also ich werde es nicht drücken. FFX. Es ist 5, 4, 3, 2, 1 und. Nee. Es ist vorbei. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Fate and the Furious Film gesehen, aber Fast and the Furious heißen die ja. Aber Fate ist ja 8 drin, weißt du? Fate wegen 8. Deswegen habe ich jetzt ganz kurz überlegt, ob ich 8 drücken würde, weil etwas weniger vor Tobi, gemacht. Das hätte jetzt 2000 Punkte gemacht. Das ist Teil 8. Verdammt, das war auch mein erstes, aber ich war mir dann nicht sicher, ob es noch der 7. ist. Es war. Ja, aber wie dämlich ist das denn? Das ergibt doch wirklich gar keinen Sinn, das so zu nennen. Der ganze Film ergibt keinen Sinn, Simon, das ist das Konzept. Der deutsche da ist ein 8 drin. Nee, ist halt einfach nicht drin. Da ist ein ATE drin. 8. Also in Deutschland haben sie es auch Fast and Furious 8 genannt, der Einfachheit halber. Das hatte ich mir auch im Kopf. Deswegen war so, warum haben sie es nicht alle Achtung genannt? Ich möchte jetzt mal klatschen. Achtung, Fahrfehler. Ich hätte 2000er raten. Schnelle Autos. Achtung, schnelle Autos. Schnelle Autos, Achtung. Aber gut, ich verstehe auch, das Zögern bei 2000 Punkten hätte das schon. Ich hätte 2000 Punkte haben können. Nutella, Fast and the Furious 8. Ja, aber das hätten wir ja alle, ne? Wenn mit den richtigen Antworten hätten wir alle Punkte. Aber ich hab's dir richtig gesagt. Hätte ich bloß vor 10 Jahren Bitcoins gekauft, ne? Weißt du was? Ich drücke jetzt immer einfach. Immer. Ja, bitte mach das. Okay. Ich bin gespannt, wie sich diese Taktik. Gut, Tobi, weißt du, was du willst? Also, du hattest ausgesucht, Matthias, ja, oder? Ja, dann darf Tobi sich jetzt was aussuchen. Weißt du, was ich will? Naja, Synchronität und so. Achso, Moment. Hey, er hat gar nicht drauf geachtet. Jetzt hast du ihn. Achso, nee, aber das kann ich nicht machen, weil ich brauche Punkte. Tut mir leid. Achso, ja, gut. Ich muss die Synchronität jetzt zerstören. Berühmte Tiere 2000. Berühmte Tiere für 2000. Da haben wir es. Berühmte Tiere für 2000. Hände nehmen die Buzzer. Ich möchte von euch wissen. Der Schwertwal, der im Filmklassiker Free Willy Ruf der Freiheit den titelgebenden Willy spielte, hieß im echten Leben gar nicht so. Wie lautete sein echter Name? Es wird gedacht, es wird rotiert im Hirn. Der Schwertwal, der im Filmklassiker Free Willy Ruf der Freiheit den titelgebenden Willy spielte, hieß im echten Leben gar nicht so. Wie lautete sein echter Name? Ich glaube, ich weiche von meiner Taktik ab. Du brauchst doch die Punkte, Tobi. Komm. Dude, Klaus. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei ist es. Das ist bestimmt ein richtig dämlicher Name. Sowas wie Sandy oder Flipper oder irgendwas. Irgendwas Uncooles. Das ist Donald Trump. Nein, stimmt ja nicht. Du hättest an irgendwas gedacht, Tobi, potenziell? Oder irgendwas geraten? Nee, ich hätte Klaus gesagt. Aber das ist Klaus gesagt. Klaus der Wahl. Klaus der Wahl. Der Killerwahl. Nein, sein Name war Keiko. 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 K-E-I-K-O. Merkwürdigerweise, Keiko ist... Lutz für Klaus Konrad. Klaus Konrad wäre dann gewesen. Ja, man weiß es nicht. Keiko assoziiere ich, glaube ich, eher mit einem weiblichen Namen, weiblich japanischer Name. So ist die Frau von Miles O'Brien bei Star Trek Deep Space Nine. Ja, das ist recht. Ja. Hat er Keiko geheiratet, aber es war ein männlicher Wahl. Ich muss sagen, eine sehr gute 2000er Frage, finde ich. Ja, ist schwierig. Das ist halt, ne? Ist schon schwierig. Und ich finde aber Daniel Schröckert hätte hier gemacht und hätte so Keiko natürlich. Und er war auch in dem und dem Film zu sehen. Ja, und da hat man seine Flosse noch benutzt in dem Film und da noch das. Ey, guck mal, was hier an der Tasche ab. Alte Schuppen noch. Alte Schuppen von Keiko.
Nein, wenn Shrek dabei wäre, würde ich wahrscheinlich nur Avatar fragen. Das wäre geil. Damit er sich freut. Kategorie Avatar. Ja, gut. Es ist alles, das komplette Quiz ist nur Avatar. Bitte mach, wenn er da ist, eine Avatar-Kategorie. Wäre einfach geil. Er wird komplett durchknallen. Gewählt hattest du, Tobi, glaube ich, die Tiere. Und er würde wahrscheinlich trotzdem da gewinnen. Mach ich mir wenig Sorgen. Fragerecht bei dir, Simon. Ah, was soll's? Handys 2000. Handys für 2000. So, da haben wir es. Hände neben die Buzzer, Handys für 2000. Ich möchte von euch wissen, für viele Jahre trugen Versionen des Android-Betriebssystems Codenamen von Süßigkeiten wie Donut, Jellybean oder Lollipop. Welche Süßigkeit stand Pate für Android 8.0? Ach Mann, ich wusste es. Ich lese es auch nochmal vor. Für viele Jahre trugen Versionen des Android-Betriebssystems Codenamen von Süßigkeiten wie Donut, Jellybean oder Lollipop. Welche Süßigkeit stand Pate für Android 8.0? Tobi, buzzern. Bleib bei deiner Taktik. 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Hättest du sowas im Kopf gehabt, Simon? So was die Codenamen nehmen? Das ja so mit hier, bla, neues, bla, Update und so. Und die haben dann irgendwelche Namen. Grimalba wahrscheinlich. Es ist ja wirklich auch bei Apple haben sie halt irgendwelche Tiere. Ne? Ich glaube, dass wenn du es gleich sagst, ich denken würde, oh ja, klar, hast du schon gelesen. Ist eben eine ziemliche Masse. Wenn ich mich nicht irre, sind sie auch abgegangen mittlerweile davon, von ganz neuen Versionen, dass es zumindest dann nicht direkt im Marketing drin ist. 8.0 wäre Oreo gewesen. Hatte ich lustigerweise sogar, dachte ich so, ach, Oreo, würde mir an Süßigkeit noch einfallen, was passen könnte, aber weiß ja nicht, was so der Gedankengang dahinter ist, dass du die Android-Telefone dann in Milch stippen kannst und die funktionieren noch. Aber es wären 2000 Punkte gewesen. Simon hat er ausgesucht. Scheiße. Ich glaube, schon wieder durcheinander. Gerade ist angefangen. Wir geben das Fragerecht weiter an Matthias. Filme 1200. Filme für 1200. Hände neben die Buzzer. Für 1200 Punkte möchte ich gerne von euch wissen. 2016 brachte Disney unter dem Namen Vaiana einen Animationsfilm in die deutschen Kinos. Wie hieß der Film aber im Englischen? Matthias? Moana. Wie hieß der Film aber im englischen Original? Moana ist korrekt. Das ist richtig. Weißt du auch den Grund, warum der umbenannt wurde? Moana ist doch ein Schimpfwort oder eine andere Bedeutung in einem anderen irgendwo. Schimpfwort würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt eine werte Dame namens Moana Pozzi, die glaube ich, auch Rechte entsprechend daran eingetragen hat. Aber hauptsächlich auch diese Frau Moana Pozzi ist in Filmen aufgetreten für ein erwachseneres Publikum. Das war's, richtig, so war's. Ach, wegen Moana? Moana? Weil sie so, Moana. Ja, genau. Die Mona. Moana. No. Na gut. Ergibt dann natürlich Sinn. Deshalb wurde er hierzulande in Vaiana umbenannt. Nur mal Film so. Geschaut? Ja. Ja. Ja, macht Spaß. Dwayne so. The Rock Johnson ist ganz lustig. Die Lieder sind ganz gut. Insgesamt aber okay. Hätte ich auch gewusst. Hättest du nicht auch gewusst? Nee, ich hätte es nicht gewusst. Das hättest du nicht gewusst? Nee, das hätte ich nicht gewusst. Scheiße. Es ist so die Panik, ne? Du denkst so, oh, ich weiß es so, weiß Moana. Und dann in dem Moment hörst du schon den Luftwiderstand, wie so die Hand langsam. Und dann denkst du, okay, egal, ich drücke auch. Schon zu spät. Und die Gesichtszüge sind schon komplett unten, weil. Es ist so, ja, er hätte es ja auch noch verkacken können, aber er hat es einfach gut gemacht. Die vielen Punkte haben wir schon alle. Okay, weg. Lass mal nicht. Wir packen die Punkte drauf bei Matthias. 2200. Ich kenne das Gefühl, ich darf dir ja auch einmal am Kandidatenpult stehen und ich denke, ich habe rechtzeitig gedrückt. Eigentlich in der gleichen Millisekunde wie Fabian, aber Fabian gewinnt immer. Da kann ich leider nicht mithalten. Na, Matthias, 2200 Punkte für dich und die nächste Kategorie bitte. Machen wir die Filme fertig. 400. Filme für 400. Filme für 400. Das ist eine Schätzfrage. Da dürft ihr einmal die Stifte in die Hand nehmen. Ich will gleich eine Zahl von euch wissen. Wer am nächsten dran ist, kriegt dann die Punkte, aber keinen Abzug bei euch allen. Auf eine Nachkommastelle gleich. Und ihr habt gleich 20 Sekunden Zeit. Ich möchte gerne von euch wissen, für 400 Punkte, das Forbes-Magazin kürte Dwayne The Rock Johnson zum bestverdiensten Schauspieler des Jahres. Wie viele Millionen Dollar machte er vom 1. Juni 2019 bis zum 1. Juni 2020? Ich glaube, der 31. Mai, aber innerhalb eines Jahres. Wie viele Millionen Dollar auf eine Nachkommastelle, bitte? Eine Nachkommastelle? Genau, also Komma, eine Nachkommastelle. Ich hab
keine Ahnung, in welche Kategorie wir überhaupt gehen. Ich habe keine Ahnung von Geld. Willkommen bei Rocket Beans. Ja. Sonst wäre ich nicht hier. Alle nicht. So, habt ihr alle was geschrieben? Ja. Dann schauen wir einmal die Ergebnisse an. Tobi hat 50,1 Millionen. 50,1 Millionen. Simon hat 22,5 Millionen. Und ich ein bisschen drüber. Matthias hat 150,5 Millionen Dollar. Die korrekte Antwort lautet, innerhalb eines Jahres als bestverdienster Schauspieler hat er 87,5 Millionen gewonnen. Damit am nächsten dran, Tobi. Und 400 Punkte für dich. Wie macht man denn mit, wie viele Filme hat er, kann er denn gemacht haben maximal? 87,5 Millionen Filme hat er gemacht. Nur ein Dollar jeweils. Ja, aber ich habe das ja auch versucht zu rechnen. Der hat also vielleicht 5 Filme gemacht in dem Jahr, in diesem Fiskaljahr. Aber der jetzt für jeden 20 Millionen was bekommen. Was du aber auch reinrechnest. Ja, du musst ja auch noch reinrechnen. Merchandise, Werbung und alles. Zum Beispiel der bestverdienste Musiker ist ja immer noch Dr. Dre. Obwohl der seit Jahren keine Musik macht, weil der halt die Dr. Dre-Headphones verkauft. Und bei George Er hat den Buchstaben D gekauft, Dr. Dre. Ja, deshalb holt er ziemlich viele Tantiemen ein. Straße oder was? Ja, bei The Rock ist es auch so, irgendwie, wenn ihr dem auf Instagram oder sowas followt, der macht nur Werbung für seinen eigenen Tequila. Damit kriegt er wahrscheinlich eh auch ohne Ende Kohle nochmal extra. Ja, ganz viel. Ja. Hebt den kleinen Finger. 80 Millionen in einem Jahr. 87,5, damit du dich schlechter fühlst. Ich hab mehr geschafft. Also Punkte bei Tobi, 700 sind es und du wählst die nächste Kategorie. Das ist jetzt eine schwere Frage. Ich mach mal Videogames 2020 für 600. Videogames 2020 für 600. Das ist eins der zwei Videospiele, die ich gespielt habe, die dieses Jahr drankommen. So Leute, hier brauche ich ein bisschen eure Aufmerksamkeit. Das ist nämlich ein Schreibrätsel. Also ihr könnt die Stifte in die Hand nehmen. Es ist keine Schätzfrage, aber ihr kriegt gleich eine Matz zu sehen. Und da wird ein verfremdetes Videospiel gezeigt. Verfremdete Videospiel-Footage und ich möchte von euch wissen, aus welchen Franchise es sich handelt. Es ist ein Spiel, was 2020 rausgekommen ist. Ich bestehe nicht auf den exakten Namen, aber wenn ihr sagt, hey, das ist aus dem Franchise, so oder so, dann könnt ihr die Punkte bekommen. Würde ich sagen, wir zeigen einmal die Mats. Ah. Ah, okay. Du kannst es auch ein bisschen, Tobi. Keine Tipps geben hier. Nee. Das kam nicht 2020 raus, was ich denke. Nee, das ist dieses Jahr rausgekommen, ganz sicher. Das ist auf jeden Fall dieses Jahr. Ich lass dir noch was aufschreiben, Tobi. Ich hab keine Ahnung. Großes sorry. Ding, was er in der Hand hat. Psst, jetzt hier, aber was ist denn da das, los? Was du jetzt denkst. Wieso werden jetzt hier, warum gibst du denn... Ich weiß es nicht. Du bist doch eh, du hast doch eh schon gewonnen. Lass doch mal die Loser und dass ich ein bisschen helfen. Ich weiß es nicht. Er ist gerade gestolpert beim 1000-Meter-Lauf bei 1,80 Meter und ich helfe ihm auf und tupfe ihm sein, blase ihm auf sein Knie. Ich muss ja nicht aufdecken, wenn es mir zu peinlich ist. doch, dann musst du. Wenn du so fragst, dann musst du. Es ist nicht dieses Jahr rausgekommen, sah aus wie God of War, aber das kam letztes Jahr. Ja, aber eigentlich eine gute Nah dran. Ja. Aber du hast automatisch gleich eine Spielebesprechung draus gemacht. Das finde ich schön. Avengers! Mann, du hast den Hammer gesehen. Ja. Avengers. Bla bla bla. Ja, wir schauen uns einmal auch die unverfremdete Footage an. Marvels Avengers. Thor zimmert mit seinem Hammer. Verdammt. Am Cape habe ich es erkannt. Am Cape. Sieht da ein bisschen aus wie ein Cosplayer vom Gesicht aus her. Ist durchaus, hat interessante Ansätze. Wir haben es ja auch im Multiplayer mal ein bisschen gespielt. Anscheinend hat es sich leider nicht ganz so gut verkauft, denn zuletzt gab es Berichte, wo ein paar Millionen Verlust gemacht wurden mit dem Spiel. Aber. Er hätte so viel besser sein können. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Achtung, Spoiler-Alarm für God of War. Aber Thor ist jetzt auch nicht so ganz unkorrekt, wenn wir an God of War denken. Das ist richtig. Willst du ihm noch 100 Punkte geben? Das regeln wir nachher. Unter der Hand. Fall, er hat ein moderates Gaming-Wissen gerade. Ja, habe ich keine verdient für. Aber es werden keine Punkte abgezogen natürlich bei Tobi. Es gehen dafür aber Punkte bei Simon und Matthias drauf. Jeweils der 600. Ah, Matthias. Einmal bei Simon. Einmal bei Matthias. Tobi hat gewählt, oder? Gewählt, Kategorie. Ja, Simon lag mit richtig. Du darfst dir Simon die Frage Kalorienbomben für 1200 Joule. Kalorienbomben für 1200 Joule oder Punkte. Kalorienbomben, wo habe ich das da? 1200. Hände nehmen die Buzzer. Für 1200 möchte ich von euch wissen.
Welchen an ein Geschicklichkeitsspiel angelehnten Namen trägt in Deutschland der japanische Snack Pocky, bei dem dünne Kekse... Matthias? Mikado sollte das sein. Ich lese die Frage zu Ende. Bei dem dünne Keksstäbe mit Schokolade überzogen werden. Mikado ist... Warum weißt du das? Warum weißt du das nicht? Also Mikado sind doch schon... Ja, aber wo weiß ich denn, wie die in Japan heißen? Geschicklichkeitsspiel, deutsches Geschicklichkeitsspiel. Und dann Sticks hat er doch... Ist es von Mikado? Wenn das die richtige, ist die richtige Antwort, ja. Okay, ja. Mikado ist korrekt. Ja. Da sehen wir die einmal. Ja, aber, okay. Ich glaube dir das ja nur, ich raff immer noch nicht... Also wie heißt das in Japan? Pocky. Und woher weißt du das? Das wusste ich nicht. Ich wusste nur deutsches Geschicklichkeitsspiel, Sticks, okay. Snack war dann Mikado. Das war schon gut vorab, weil die Beschreibung mit den dünnen Keksstäben ist ja nochmal danach gekommen. Ja. Mir auch aufgefallen. Das ist nämlich der relevante Teil. Ja, was mich persönlich verwundert hat, Mikado kennt man natürlich, wenn man in den 80er, 90ern groß geworden ist. Weiß nicht, ob die dann heutzutage noch so beliebt sind. Beliebt nicht mehr so. Allerdings, ich habe dann auch in Japan welche gesehen und ich dachte, oh, ja, haben die Deutschen übernommen? Nee, andersrum war es. No. Weil wer will hier schon ein Pocky kaufen? Ich wusste nicht mal, dass sie aus Deutschland kommen. Also. In Deutschland heißen sie jedenfalls so. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland dann zuerst produziert. In Japan wurden sie produziert. So heißen die aber in Deutschland. Japan ist das Original. Okay. Ja. Na dann, das ändert ja alles. Ne? This changes everything. Punkte auf dem Konto von Matthias. Vera. Wirklich einfach nur bläh. 4000. Du wählst die nächste Kategorie, bitte. Videogames. 2020-400. So ein Fatzke. Entschuldigung? Das heißt eitler Fatzke. So ein eitler Fatzke mit seinen Punkten. Vor allen Dingen, er drückt auch so schnell. Ja, ne? Er ist ein Drücker halt. So ist das. Videogames für 400. Hände neben die Fresse. Videogames für 400. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt denk auch mal an uns, ne? Ich möchte von euch wissen, wir 400 Punkte haben wir gesagt, ne? Mhm. Ja. Wie heißt der kompetitive 5 gegen 5 Multiplayer-Ego-Shooter des League of Legends-Entwicklers Riot Games? Tobi? Ist das nicht Valorant? Tobi sagt, Valorant ist korrekt. Ja. Absolut richtig. Ich habe eine Gaming-Frage gewusst. Nicht schlecht. Yeah. Nicht schlecht. Scheiße. Wäre ich nicht drauf gekommen. Hast mal Valorant gespielt? Nein, ich habe nur die Punkte jetzt gerade gezählt. Galax, es gibt ja auch noch ein Finale und ein paar Fragen haben wir noch rüber. Eine, glaube ich, sogar. Aber jetzt, kriegt oder? Tobi jetzt nicht noch die Punkte? Ja, kriegt er gleich. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich würde die gerne noch. 1100. Deshalb. So hast du gezählt, ja? Da hat sich die Reihenfolge nochmal verändert. Eine letzte Frage. Ich bin nach Spandau. Da haben die wenigstens keine Ahnung. Da denken die auch mal nach. Da ist nicht so Klugscheißer-Feeling. Es gibt ja nur eine Möglichkeit, wie wir noch aufholen können, auch Matthias. Das ist Handys 1200. Ach so, ja. Handys für 1200. Letzte Frage. Kommt einer von uns beiden? Ich gebe mein Bestes. Hände neben die Buzzer. Ich möchte von euch wissen für 1200 Punkte. QR-Codes sind eine beliebte Methode, um zum Beispiel Daten in Form eines Musters für Handykameras lesbar zu machen. Für welche beiden englischen Wörter steht die Abkürzung QR? Sicher schon mal alle benutzt. Ist hier auf dem Kalender einer drauf? Ich glaube nicht. Aber den braucht man ja auch nicht unbedingt. Wofür steht, für welche beiden englischen Worte steht die Abkürzung QR? QR. Wir haben 1200 Punkte. Nochmal. 5, 4, 3, 2, 1 und es ist vorbei. Quantum Realm. Sie werden also in eine andere Dimension verfrachtet, die Daten, und dann von kleinen Wichteln abgetippt und wieder zurückgeschickt. Irgendeine andere Idee? Fängt bei Quadrat mit Q, aber dann dachte ich, das ist Square, das hat gar keinen Sinn. Also insofern war ich dann irgendwann. Hat sich dann verloren. Also ich hätte es auch nicht gewusst, weil man sagt ja immer, wenn dann QR-Code, wer die auch immer dann benutzen möchte, es heißt Quick Response. Ah. Oh. Schnelle Antwort, Quick Response. Dann kann man schön viel Daten damit kodieren oder 1200 Punkte, die auf das Konto gegangen wären, die nicht draufgegangen sind, aber auch nicht abgezogen werden. Wir haben einen vorläufigen Punktestand am Ende von Runde 2. 1000 bei Simon, 1100 bei Tobi und 4000 im Moment bei Matthias, gute Ausgangslage. Aber es können noch sehr viele Punkte vergeben werden im Finale und das machen wir gleich.
Nicht auf die lange Folter spannen, Zeit für das Finale. Die schöne, gute Finalrunde. Wir schauen noch mal kurz auf die Punkte. 1000 für Simon, 1100 für Tobi, 4000 bei Matthias. Und im Finale ist natürlich wieder unsere beliebte, unsere schöne Schnellraterunde. Und die Regeln derer gehen so. Im Finale wartet die Schnellraterunde auf euch. 60 Sekunden lang werden fix hintereinander Fragen gestellt, die jeweils mit 400 Punkten Plus oder Minus zu Buche schlagen. Wenn gebuzzert wurde, warten die Kandidaten bitte kurz, bis der Moderator ihren Namen nennt, bevor sie antworten. Am Ende werden die Punkte mit dem Ergebnis der Vorrunde gegengerechnet und wir haben unseren Sieger. Viel Erfolg! Welche Comicfigur sammelt ihren Reichtum in einem Geldspeicher? Daniel. Schröck, Dagobert Duck. Richtig. Ja, Mann, ich hab meinen Namen da gelesen. Daniel Schröck. Klassiker. Die reichste Comicfigur aller Zeiten, Herr Schröckert. So gut es geht, er könnte uns alle kaufen. Es könnte stimmen, aber wir wissen es ja nicht. Ja, vielleicht ist er Daniel von Schröckert. Ne? Großvizier und Baron. Seine Familie der von Schröcks. Ja, ich kann es mir vorstellen. Und hat diverse Gruselschlösser dann in Südfrankreich. Vampirjäger, ne? Auf jeden Fall. Ganz klar. Van Schröckling. Also Leute, wir haben 60 Sekunden Zeit. Die Schnellraterunde, wie gesagt, da gibt es 400 Punkte plus oder minus. Die Antwort ist ja auch eine Reaktionssache jetzt hier, ne, dass man dann entsprechend schnell darauf kommen kann. Bitte wie weiterhin wartet darauf, wenn ihr gebuzzert habt, dass ich euren Namen nenne und nicht einfach reinrufen, weil sonst können wir schnell durcheinander kommen alle. Und ich gebe euch auch nicht zu lange Zeit für das Antworten, sondern dann gibt es diesen Sound hier. Und dann liegt es nach meinem Ermessen, dann, dass wir da weitermachen und die nächste Frage uns aussuchen. Seid ihr bereit? Muss ja. Alles klar. Dann geht die Zeit los, wenn ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. In welche Richtung arbeitet Homer Simpson? Simon? Atomkraftwerk. Korrekt. Wer moderiert die RTL Game Show Wer wird Millionär? Matthias? Ich auch. Ist richtig. Welches Raumschiff fliegt die Star Wars-Figur Han Solo? Tobi? Millennium Falcon. Richtig. Welcher Videospielcharakter reitet ein Pferd namens Epona? Matthias? Link. Richtig. Welcher Superheld heißt mit bürgerlichem Namen Tony Stark? Simon? Iron Man ist richtig. Welche Farbe hat das Crystal Meth von Walter White? Tobi? Blau. Richtig. Welche Firma stellte die Konsole Saturn her? Simon? Sega. Richtig. Welche TV-Heldentruppe steuert den Megazord? Matthias? Die Power Rangers. Richtig. Shit. Welcher Autor schrieb das Lied von Eis und Feuer? Simon? George R. R. Martin. Richtig. Welche Firma produziert die Xbox-Konsolen? Simon? Fucking Microsoft, Bitches. Richtig. Mit welcher Automarke reist Marty McFly durch die Zeit? Simon? DeLorean. Richtig. Welcher fiktive Zauberer hat eine blitzförmige Narbe? Harry Matthias? Potter. Richtig. So, das war das Finale. In der ersten Folge noch leichte Kinderkrankheiten. Ich hoffe, dass wir euch die korrekte Zeit jetzt angezeigt haben. Aber soweit ich sehen konnte, sind wir mit genug Fragen da durchgegangen und haben einen Endstand erreicht. Nach dem Finale liegt Tobi leider momentan auf Platz 3 und am Ende auch mit 1900 Punkten. Noch was dazugepackt. Ich werde das Ergebnis nicht anerkennen. Es gab hier eindeutig Unregelmäßigkeiten. Ich habe auch versucht, Wahlbeobachter in die Regie zu schicken. Sie wurden abgewiesen. Recht. Sie wurden abgewiesen. Aber wir haben die Fragen waren unfair. Die Fragen waren also unfair. So die Massenmedien in Form von Gregor sind gegen mich. Du hast ja deinen Twitter-Account. Ich werde meinen Twitter-Account, genau. Da werdet ihr die Wahrheit erfahren, was hier eigentlich hinter den Kulissen los ist. Also der erste Moment, ich dachte gerade, du redest davon, dass ein Tor hier irgendwo umgefallen ist, aber wir haben ja noch einen anderen. Die Referenzen. Oder die Tafel fällt hier um. Muss man schon den Respekt zollen, jetzt mehr als davor, Simon, du hast da gerade aber zack, zack, zack. Richtig durchgeballert. Ja, würde ich gerne mal wissen, warum das jetzt geklappt hat, aber bei den anderen Malen, wenn die Fragen so komisch gestellt werden, dass der ein oder andere vielleicht smarter ist und drauf kommt. Gedacht. Das ärgert mich tierisch. Genau die gleiche Frage habe ich beim Urologen immer. Ja? Warum klappt das jetzt ausgerechnet? 3.400 Punkte bei Simon nach der Finalrunde. Und der Gewinner der heutigen Runde ist Matthias mit 5.600. Er hat es ja gut gemacht, muss man ja auch sagen. Souverän auch die dicken danke, Antworten. Danke. Ne? Diese Tausender, Zweitausender. Ja, Gott sei Dank, ey. Ja, Matthias, es hat auf jeden Fall geholfen, dass du dir Vorsprung nochmal geholt hast, weil Simon hat in der Finalrunde wirklich dann einen guten Lauf gehabt dazwischen. Durchgeballert. Ja, aber nochmal verändert. Was wir aber machen, ist natürlich auch eure Punktestände notieren bei Simon und Tobi, weil wenn es was sein sollte in den nächsten Runden und wir einen potenziellen Ausfall haben, dann kommen natürlich die Personen weiter, die mit den Punkten am nächsten gewesen ist. Ja, ne?
Der hier. No. Aber Matthias, aktuell stehst du dann im Halbfinale mit deinen 5600 Punkten. Gut. Hast du überhaupt noch Energie dann für sowas? Doch, bis dahin, ich verfolge meine Taktik weiter, mich mit Koffein vollpumpen vor der Aufzeichnung und dann wird das schon irgendwie okay werden. Trinken wir eigentlich Firmenkokain oder sowas hier, damit wir. Nee, Koffein. Nur die Entschuldigung. Ja, nur deutsche Versprecher, ne? Ja, ja. Ja, dann kriegen Mehl. Ja, solange du nicht losgehst und Oregano kaufst, passt es ja. Solange es die Leute wach hält. Leute, bei euch da draußen würde ich natürlich noch mal gerne erwähnen, wenn ihr Bock selber habt, der Kalender für das Jahr 2021 mit komplett neuen Fragen ist auch für euch erhältlich. Schaut gerne im Shop und anderswo vorbei. Da ist er. Kauf mich. Dein Kalenderlein. Kauf mich. Kauf mich. Ich weiß viel mehr als deine Freunde. Dann darfst du auch ein Klugscheißer sein. Auch ganz offiziell. Ne? Unter deinen Freunden. Und natürlich, wir bedanken uns auch bei euch allen da draußen fürs fleißige Zuschauen. Es wird natürlich noch mehr Folgen vom Nerdquiz diese Staffel geben. Wir haben das Halbfinale, wir haben das Finale. Das wird alles sehr spannend sein. Ich bedanke mich aber extra auch nochmal nicht nur bei meinem Kandidatenfeld hier, sondern bei allen Leuten hinter den Kulissen. Denn das neue Studio hier aufbauen, die Technik und so weiter, das hat seine Zeit gedauert. Aber wir wollen natürlich auch schön viel Spaß dann hiermit haben. Und wir würden gerne nochmal darauf hinweisen, der Supporters Club ist natürlich was uns solche Formate wie die hier möglich macht. Ach, diese neuen Tische. Alles, dass wir das wunderbar hier für euch präsentieren können. Also diese großer Dank. Radiergummi. Radiergummi. Also ich bitte euch. Wahnsinn. Die komplett neueste Anschaffung hier. Macht es uns möglich, solche Formate wie die hier umzusetzen. Und danke an die Leute, die dann eben uns supporten. Und danke an die Leute, die das nochmal machen wollen. In der Zukunft. Danke. Wir verabschieden uns. Tschüss und Klatsch.